Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Die SPÖ hat wieder einmal ihr Lieblingsthema entdeckt. Nein, nicht den Kampf gegen die Teuerung, sondern sich selbst. Dabei hat nach der Wahlniederlage in Niederösterreich Peter Kaiser eine Diskussion über die Parteispitze eigentlich untersagt. Eine bundespolitische Diskussion vor Landtagswahl in Kärnten akzeptiere ich nicht. Ja, und wirklich, es hat sich jeder dran gehalten. Nur einer nicht, Peter Kaiser. In einem ATV-Interview hat er über ein Schattenkabinett der SPÖ gesprochen. Die Frage der Spitzenkandidatur ist für mich klar. Wenn die Parteivorsitzende Spitzenkandidatin ist, dann soll sie es sein. Aber ich kann mir ein Team vorstellen, in dem Randy Wagner, in dem Hans-Peter Doskozil, in dem Jan Kreiner, wer auch immer, Julia Herr, mit dabei sind. Ja, anders gesagt, wenn die Parteivorsitzende Spitzenkandidatin ist, dann soll sie es sein, aber auf keinen Fall alleine. Unüberlegte Äußerungen, das kannte man bisher auf ATV nur von ja, Teenager werden Mütter. Aber obwohl Peter Kaiser genau genommen nie von einer Doppelspitze mit Randy Wagner und Doskozil gesprochen hat, war die Diskussion darüber nicht mehr aufzuhalten. Und ja, der Parteibasis gefällt die Idee. Mit Randy an der Spitze liegt mein Umfang derzeit bei 24%, mit Doskozil sogar bei 31%. Da kommen viele in der Partei, wenn sie jetzt schnell rechnen, auf über 50% und träumen schon wieder von der absoluten Mehrheit. Wieder andere in der SPÖ sind von zwei Parteispitzen nicht begeistert. Ja, kann man verstehen. Ich meine, für viele Genossen ist es schon schwer genug, einer Person das Leben zur Hölle zu machen. Die SPÖ-Chefin selbst hat in einem Krone-Interview auf die aktuellen Diskussionen reagiert. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, in der SPÖ gibt es keine Handys, ne? Deshalb muss man sich alles über die Medien ausrichten. Im Interview sagt die SPÖ-Chefin auf die Frage, welches Tier sie gern wäre, eine Löwin. Das mag sein, aber ohne Rückhalt im Rudel bringt das halt auch nichts. Ne? Sie kann einem ja fast leid. Und 2018 hat sie über Nacht die Partei von Christian Kern übernommen und seitdem muss sie sich nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich in jedem zweiten Interview dafür rechtfertigen, dass sie auch Spitzenkandidatin der SPÖ sein möchte. Na, wie zum Beispiel im Herbst 2019. Nur fürs Logbuch, Sie bleiben in jedem Fall Parteichefin. Ich bleibe Parteichefin, auch wenn Sie das jetzt. Nein. So, ja, also wenn das jetzt zur Diskussion steht, ich sehe keine Diskussion. Ich selber führe auch keine Diskussion darüber. Ich sehe auch keinen Grund, eine zu führen. Im Rückblick eine legendäre Pressestunde, die vom ehemaligen ORF-Chefredakteur Matthias Schromm und vom ehemaligen Pressechefredakteur Rainer Nowak geleitet worden ist. Ja, also diese beiden Herren hat Randy Wagner schon einmal politisch überlebt. Doch damit war das Thema also nicht erledigt. Auch im Sommergespräch 2020 war Randy Wagners Spitzenkandidatur Thema, auch im Sommergespräch 2021, natürlich auch im Sommergespräch 2022. Aber ist eigentlich die Frage der Spitzenkandidatur in Ihrer Partei geklärt? Hans-Peter Doskozil, Burgenlands Landeshauptmann, hat Ende Juni gesagt, für ihn ist sie noch nicht geklärt. Natürlich ist sie. Also es ist Tradition in der Sozialdemokratie, dass der Vorsitzende, bis jetzt waren sie ja nur Männer, auch der Spitzenkandidat der nächsten Wahl ist. Und so wird das auch diesmal sein. Ja, nicht zuletzt hat sich Randy Wagner Anfang des heurigen Jahres in der ZIP 2 zur Nummer 1 erklärt. Ich bin jetzt gewählte Vorsitzende. Ich bin es, ich bleibe es und ich habe auch vor, als Spitzenkandidatin zu kandidieren. Und nicht zu vergessen, Pamela Randy Wagner ist nicht nur Parteivorsitzende, sondern auch Ärztin. Und ihr größter Patient bleibt die SPÖ. Aber man muss sich um die Zukunft der Sozialdemokratie dennoch keine Sorgen machen. Christian Deutsch und Jörg Leichtfried wird schon etwas einfallen. Ja. Ja, und so wie die Diskussionen um die Parteispitze wieder mal begonnen haben, wurden sie inzwischen auch wieder mal beendet. Denn überrascht hat zuletzt nicht nur Peter Kaiser, sondern auch Hans-Peter Doskozil. Das ist der falsche Zeitpunkt, öffentlich darüber zu diskutieren und daran werde ich mich in Zukunft auch halten. Zumindest in den nächsten Wochen. Okay. Ja, Russland versucht seit vielen Jahren, die öffentliche Meinung in Europa zu beeinflussen. Das passiert durch dubiose Webseiten und TV-Stationen, durch Trolle in den sozialen Medien und durch gekaufte Sympathien rechtsnationaler Politiker.
Nein, Alfred Gusenbauer ist ein anderes Kapitel. Ja. Christian Kern auch. Ja, und erst recht Gerhard Schröder. Also über Russland und die Sozialdemokraten reden wir beim nächsten Mal. Aber es gibt ganz klare Hinweise darauf, dass Wladimir Putin sich schon seit vielen Jahren speziell von den rechtspopulistischen Parteien Europas unterstützen lässt. Ja? Stichhaltige Gerüchte, würde er sagen. Johann Gudenus. Der war 2014 beim Referendum auf der von Russland besetzten Krim Wahlbeobachter. Wie übrigens viele andere Rechtspopulisten auch. Danach haben FPÖ-Politiker wieder und wieder die Krim besucht. Ich meine, ja, warum auch nicht? Die FPÖ war ja schon damals davon überzeugt, dass die Krim nicht besetzt worden ist. Aber Überraschung, alle diese etwas erratischen Aktionen haben jetzt einen neuen Sinn bekommen. Seit das Profil die geleakten Mails seines Mitarbeiters des russischen Parlaments zugespielt bekommen hat, der seit rund 15 Jahren für die russische Propaganda im Westen arbeitet. Darin ist zum Beispiel zu lesen, dass zwei FPÖ-Mitarbeiter für ihre Besuche auf der Krim 4.000 Euro pro Person kassiert haben sollen. Wobei, ganz verstehe ich die Strategie der Russen nicht. Die Ukraine will man entnazifizieren, aber in Österreich unterstützt man die FPÖ. Egal. In den Moskauer Mails ist auch zu lesen, dass der FPÖ-Abgeordnete Johannes Hübner im Jahr 2016 20.000 Euro dafür bekommen soll, im österreichischen Parlament einen Antrag auf Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland einzubringen. Aber ja, hat er das gemacht? Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation unverzüglich aufgehoben werden. Vielen Dank. Hoppala, ne? Schaut ein bisschen so aus. Der Entschließungsantrag wurde vom Parlament allerdings abgelehnt. Also eigentlich schade für Hübner. Bei erfolgreicher Abstimmung wären laut Profilrecherchen noch einmal 15.000 Euro fällig geworden. Gut, Belege für die Geldflüsse gibt es zwar keine, die Sache klingt trotzdem heftig. Die FPÖ hat nach diesen Enthüllungen daher Klagen angekündigt gegen Behauptungen, dass sie oder ihre Abgeordneten oder Funktionäre Geld aus Russland erhalten haben könnten. Ja, gut zu wissen, weil ich habe schon gedacht, das P in FPÖ steht für Putin. Also FPÖ, die Freunde Putins Österreich. Wobei man zugeben muss, ein bisschen ungünstig ist es da schon, dass die Freiheitliche Partei im Dezember 2016 einen Vertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland unterschrieben hat. Aber der ist angeblich bereits ausgelaufen. Obwohl es im Text des Vertrages heißt, dass sich diese für die nachfolgenden 5-jährigen Zeiträume automatisch verlängere, sofern ihn nicht eine der beiden Seiten mindestens 6 Monate vor Ablauf schriftlich aufkündigt und die FPÖ eine solche Kündigung nicht vorweisen kann. Auf die Frage, ob es aktuelle Verträge mit den Russen gibt, antwortet man in der FPÖ-Zentrale daher nur kurz und knapp mit nicht. Aber wir wollen uns hier nicht in Details verlieren. Mir ist vor allem eines wichtig festzuhalten. Funktionäre oder Abgeordnete der FPÖ haben ganz sicher zu keiner Zeit Geld aus Russland erhalten. Stattdessen haben sie sich zu allen Zeiten und aus freiem Willen vom Führer der östlichen Welt begeistert gezeigt. Und das aus ganzem Herzen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben. Gestern hat in Wien der Opernball stattgefunden. Wie schon bei den anderen Bällen der Saison war es vor allem auffällig, dass fast nur ÖVP-Politikerinnen und Politiker unterwegs waren. Irgendwie aber auch verständlich. Ich meine, wer kann sich sonst noch einen Ballbesuch leisten? Die Teuerung war auch bei den oberen 5.000 ein großes Thema. Und woher ich das weiß? Ja, auch ich habe meinen Frack nach 3 Jahren wieder aus dem ORF-Kostümfundus geholt und war für Sie mit meinem Mikro beim Ball der Bälle. Zuletzt war 2 Jahre Pause wegen der Pandemie. Jetzt ist die Seuche wieder da. Der Wiener Opernball. Endlich wieder Opernball. Ne? Jetzt ist 2 Jahre entfallen. Du musst 3 Jahre lang warten müssen.
So ist es, aber ich habe es erwartet. Endlich wieder Sacherwürstel um 15 Euro. Wirklich 15 Euro? Ich glaube schon. Das habe ich noch gar nicht gecheckt. Ja. Ach so. Ja. Endlich wieder endlich. Im Gedränge auf der Feststiege stehen. Genau das ist es. Herrlich, oder? Herrlich. Na, so wird's klar. Das ist wunderschön, dass wir uns treffen. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen der Oper und dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Das werden Sie mir jetzt erklären. Ja. Bitte, sagen Sie. In der Oper wird viel mehr gesungen. Das ist was mir neu ist. Herr Kocher, wenn Sie heute am Opernball feiern, wird das sein Vollzeit oder Teilzeit? Auf das habe ich gewartet. Ah ja. Und was ist die Antwort? Wir werden nicht allzu lang bleiben. Keine Sorge. Okay, also eher Teilzeit. Dann einen schönen Abend. Raus und machen Party. Party, 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 Party. Der Opernball ist ein Staatsball, aber wäre das nicht viel besser, nachdem Österreich eine Operette ist, müsste es eigentlich ein Operettenball sein, oder? Jawohl, ich glaube, Sie werden heute Abend so abstürzen wie die ÖVP Niederösterreich. Wir werden heute feiern. Ja, mit Absturz. Eigentlich kein einziger Grüner heute da. Für Sie eine perfekte Voraussetzung für einen großartigen Abend, oder? Natürlich ein herrlicher Abend, oder? Man kann ein bisschen was genießen, man kann es feiern. Ein Abend, um zu vergessen, auch, oder? Gerade die Situation in der Bundes-SPÖ. Und auf der Party will ich tanzen. Tanzen, 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 tanzen. Heute, wie Sie den Frack angezogen haben, ja, haben Sie das Gefühl gehabt, jetzt wird es eng für mich als Bundeskanzler? Ich glaube, jeder, der schon einmal am Frack angehabt hat, weiß, dass dann eng wird. Aber das hat nichts mit dem Bundeskanzler zu tun, das ist eher das Kleidungsstück. Wenn man aufrecht steht, sehr kleidsam und sonst wird es ein bisschen eng. Bei Männer Rendi Wagner zum Beispiel ist nicht gekommen, aber der Parteivorsitzende ist da, ne? Das ist schön. Der Wiener Parteivorsitzende ist da, Michael Ludwig. Der heimliche Bundesparteivorsitzende ist da, ne? Michael Ludwig. Jetzt haben die Grünen, glaube ich, auch wegen des Klimaschutzes vorgezogen, zu Hause zu bleiben. Aber glauben Sie, es wird der Umwelt nutzen, wenn die Frau Gewessler daheim im Pyjama uns zuschaut? Herr Klien, haben Sie nicht bessere Fragen? Bitte, was soll ich da drauf sagen? Ja, das hätte eben mich interessiert. Man muss ja wirklich sagen, der Außengrenzschutz der Europäischen funktioniert überhaupt nicht, wenn die Jane Fonda da von einem österreichischen Schlepper mitten nach Österreich gebracht wird, oder? Also den Zusammenhang habe ich noch nicht hergestellt. Aber was mich beeindruckt ist, ich bin in den 70er Jahren geboren. Dass Jane Fonda am Opernball ist, ist auch für mich etwas Besonderes. Mrs. Fonda, you're an actress. Do you need to pretend that you like it? I cried. But it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Herr Bundespräsident, wie viele Flaschen Champagner haben Sie heute in der Loge schon angeloben müssen? Angeloben müssen? Na, richtige Flaschen waren noch keine hier zu Besuch. Solange der Champagner noch mehr Prozent Alkohol hat als die Inflation, ist alles in Ordnung. Ne? Genau. Haben Sie überhaupt jemals Flaschen angeloben müssen? Naja, wenn ich gewusst hätte, dass es eine ist, hätte ich mir sehr überlegt. Aber meistens weiß man das ja nicht im Vorhinein. Wir könnten sparen beim Stromverbrauch und lassen morgen das Licht mal aus. Ich glaube, die Teuerung macht den Leuten hier doch sehr zu schaffen. Ja, ich glaube, viele Sorgenfalten sind mittlerweile auch von Botox weggewischt. Man hat ein bisschen das Gefühl, manche haben den Reparaturbonus für ihr Gesicht verwendet. Ne? Ich habe keinen Reparaturbonus bekommen. Nein, sorry. Das war es hier vom Opernball. Viele schöne, viele reiche, viele ganz schön reiche. Für mich wird jetzt ein Traum wahr. Ich darf vom Opernball nach Hause gehen. Corona ist vorbei. Es ist ein Fasching wie damals und das nicht nur in der Stadt, sondern natürlich auch am Land. Unter anderem darüber spreche ich nun mit meinem heutigen Studiogast, dem Jugendsprecher der oberösterreichischen Gemeinde Liebenau. Schönen guten Abend, Benedikt Mietmannsgruber. Hallo Herr Peter Klien, ich bin der Benedikt Mietmannsgruber. Dankeschön. Ja, Sie kommen ja aus einem kleinen Ort im oberösterreichischen Mühlviertel.
Wie schaut hier heuer der Fasching aus? Ist er wieder so wie vor der Pandemie? Wird sogar noch mehr gefeiert? Also für mich als alten Partylöwen ist das natürlich so super, dass es jetzt wieder Faschingsgeschnase im Vorheim gibt. Die letzten 2 Jahre haben wir beim Schwänzberger Sepp in der Garage gefeiert. Das ist keinem aufgefallen. Wir haben nämlich gesagt, das ist ein Licht ins Dunkelgala. Ich war jetzt das letzte Mal vor 3 Jahren Faschingsgeschnase im Vorheim. Also damals war ich noch voll der Loser, nicht so ein cooler, lässiger Typ wie heute. Und wie ich hingekommen bin, haben wir dann alle voll ausgelacht. Einer hat dann zu mir gesagt, ha, 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 was macht denn der Loser da? Der hat sicher noch nie in seinem ganzen Leben Sex gehabt. Das war das größte Arschloch im ganzen Ort. Unser Pfarrer. Ah, gut, wenn wir schon beim Thema Fortgehen sind. In Oberösterreich ist der Jugendschutz ja besonders streng. In dieser Woche ist bekannt geworden, dass Oberösterreich das Rauchen für unter 18-Jährige überhaupt verbieten will. Ich meine, welche Auswirkungen hätte das? Das hätte sehr gravierende Auswirkungen. Also erst vor 2 Wochen hat unser Bürgermeister einen neuen Zigarettenautomaten eingeweiht. Also beim Eingang von der Volksschule. Von der gesunden Gemeinde gesponsert worden. Und vom Gemeindearzt, vom Schwänzberger Sepp. Jetzt müssen sie die Kinder im Werkunterricht die Zigaretten wieder selber tragen. Gut, am Dienstag war ja auch Valentinstag. Darf ich Sie fragen, was Ihnen Ihre Freundin geschenkt hat? Sehr gerne, Herr Peter Klieren. Meine Freundin hat mir ein Pferd geschenkt, der Klassiker. Ich habe das Pferd Erfolgswelle getauft, damit ich endlich mal auf einer Erfolgswelle reiten kann. Ja. Oberösterreich startet erst jetzt in die Semesterferien. Ist Skiurlaub, Skifahren bei den Jugendlichen am Land überhaupt noch ein Thema? Nein, also Skifahren ist bei der Generation Z, wie man es bei uns im Mühlviertel nennt, nicht mehr so beliebt. Vor allem, weil es sehr klimaschädlich ist. Ich selbst verzichte in der Semesterferien auch komplett auf Skifahren. Stattdessen fliege ich für 2 Wochen nach Bali. Auf ein Yoga-Retreat. Das habe ich mir verdient. Sie haben das Klima bereits angesprochen. Ja, die Klimakleber derzeit ein großes Thema. In Wien hat es in dieser Woche wieder viele Aktionen gegeben. Wie ist das am Land? Gibt es da auch Klimakleber und unterstützen Sie das? Ja, der Schwänzberger Johannes, der hat sich jetzt vor ein paar Tagen am Güterweg zwischen Langschlag und Karlstift angeklebt. Aber er hat nach 3 Tagen aufgegeben. Es ist einfach kein Auto dahergekommen. Nur 2-mal der Schneepflug. Oder vor ein paar Tagen, da hat ein Jugendlicher im Gemeindeamt da Gemälde angeschüttet mit Prahlfetten. Da war unser Bürgermeister dann schon gescheit grantig, weil es war ein Originalgemälde von Adolf Hitler. Gut, dann vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Benedikt Mittmannsgruber. Sie werden lachen. Es wird ernst. Was heißt ernst? Aufregend. Wegen dieser aktuellen Sensationsmeldung aus Kärnten. Streit um Verantwortung für das BZÖ. Die jüngeren Zuschauer werden sich jetzt fragen, BZ was? Na, BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich. Ja, das ist allerdings eine Partei, die mehr Vergangenheit hat als Zukunft. 0,4% hat sie bei der letzten Landtagswahl in Kärnten erreicht. Ja, dabei war sie dort bis 2013 an der Macht. Dann hat sie bei der Landtagswahl einen rekordverdächtigen Verlust von mehr als 38% eingefahren und den Landeshauptmann verloren, zugleich mit ihrer Existenzberechtigung. Ja, das muss geschmerzt haben wie 1000 Nadelstiche. Ja. Kennen Sie diesen Mann, also den unten? Blicken wir noch weiter zurück ins Jahr 2008. Damals hat das BZÖ zum ersten Mal einen Landeshauptmann verloren, eben ihn. Irrt Gott, liebe uns, irrt Gott tausendmal. Jörg Haider, ja, der hatte sich 2005 mit dem orangenen BZÖ von der FPÖ abgespalten. Ja, und dann kam eben 2008 dieser berühmte Wetterumschwung. Die Sonne ist in Kärnten vom Himmel gefallen. Heute wissen wir, die Sonne war randvoll mit Wodka und das BZÖ einen Disco-Unfall später führerlos. Führerlos oder in anderen Worten, Gerhard Dörfler. An diesem Bild ist so vieles verstörend, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber egal. Gerhard Dörfler war bis 2008 Haiders Stellvertreter.
Ein Mann, bei dem im Rahmen des Ortstafelstreits sogar für die Staatsanwaltschaft fraglich geblieben ist, ob er die Tragweite seiner Handlungen einzuschätzen vermochte. Ja, quasi ein Deppenzertifikat. Und damit kann man eigentlich nur mehr eines werden. Richtig, Kärntner Landeshauptmann. Und in weiterer Folge dann BZÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2009, im Jahr nach Jörg Haiders Tod, mit einem Spitzenteam. Vier Superhirne, zusammen leistungsfähig genug, um sich einen vierstelligen Bankomatcode zu merken. Beste Freunde, die alles miteinander machen. Bergsteigen. In einem Prunkraum herumstehen. Und natürlich einheizen. Erfunden hat diese wunderschönen Plakate er, Stefan Pätzner. Ganz im Geiste Haiders eine Kampagne wie ein Vollrausch. Das Buberl-Quartett, Gerhard Dörfler, Stefan Pätzner, dazu die Parteiobleute Harald Dobernik und Uwe Scheuch. Die Wahl 2009 hat Dörfler mit fast 45% der Stimmen gewonnen. Direkt nach Haiders Tod hätten wir allerdings auch ein Stofftier einfach hinsetzen können. Ne? Wobei, es stimmt nicht ganz, das Stofftier hätte 52% bekommen. Ne? Ja, schöner wurde es dann aber nicht mehr für Dörfler und Co., denn bald darauf pendelten alle vier beständig zwischen Landtag und Landesgericht. Ab 2010 hagelt es nämlich eine Reihe von Anklagen, zum Beispiel in der Affäre rund um diese Broschüre. 4 Tage vor der Landtagswahl wird das Werk damals an alle Haushalte verschickt, samt Imagevideo. Wie Sie sehen, die Weichen sind gestellt. Alles verdächtig im Stil der damaligen BZÖ-Werbelinie. Auf fast jeder Seite ein BZÖ-Politiker und überall der damalige BZÖ-Slogan, garantiert. Finanziert aber mit Landesgeld. Wahlwerbung auf Landeskosten? Ui, 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 sowas darf man nicht. Pätzner gesteht und es gibt Strafen. Pätzner bekommt 10 Monate bedingt. Dörfler 8 Monate bedingt und 15.000 Euro Geldstrafe. Dobernik 4 Monate bedingt. Scheuch 22.000 Euro Geldstrafe. Für Uwe Scheuch war das aber nicht das erste Urteil. Ihm wurde in der Part of the Game-Affäre der Prozess gemacht. Scheuch hatte reichen Russen gegen Geld die Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. In Scheuchs Worten: Der investiert würde mit 5 Millionen Euro. Und bei der Umsetzung des Projekts hat sehr gewisse Staatsbürgerschaft und noch mal nicht Part of the Game. Tja, da war die Strafe natürlich noch nicht Part of the Game. Ne? 7 Monate und 67.500 Euro. War aber noch nicht alles. Scheuch hatte noch ein Verfahren wegen Untreue für 4.400 Euro und er war Beklagter in der Causa Ideenschmiede, eine Werbeagentur, über die Scheuch öffentliche Gelder für seinen Wahlkampf umgeleitet hatte. Weitere 6 Monate. Ja, da geht einer ganz schön in Führung. Ne? Aber hier kommt der Herausforderer. Harald Dobernik. Delikt? Wieder mal Untreue. Die Finanzierung von BZÖ-Schar, also aus Mitteln des Landes, war am Anziehen 1 Monat bedingt und die Rückzahlung der Schadenssumme von 26.000 Euro. Jetzt hat Dobernik aber mit einem weiteren Prozess den Jackpot geknackt. Wieder Untreue, im Gegenwert von 16 Monaten bedingte Haft und 8 Monate unbedingt. Damit gewinnt mit einer Fußfessel Vorsprung Harald Dobernik. Man sollte meinen, dass Leute mit so einer Bilanz den Rest ihres Lebens schamgebeugt in einer Höhle im Wald verbringen. Was also wurde aus Haiders Erben in Kärnten? Stefan Pätzner ist heute Politberater. Von ihm kann man lernen, wie man das Volk mit rassistischen Kommentaren aufhetzt und politische Gegner mobbt. Oder wie er es formuliert: Ich habe jeden angepinkelt, der anzupinkeln war. Ja, geballte Inkompetenz kann man ihm nicht vorwerfen, eher geballte Inkontinenz. Harald Dobernik arbeitet bei einer Firma für Dämmstoffe der Hirschgruppe. Ist wahrscheinlich eine Verwechslung. Ne? Vermutlich hat Dobernik ganz einfach geglaubt, eine Gruppe von Hirschen, da ist bestimmt wieder das BZÖ. Ne? Uwe Scheuch ist jetzt wieder Landwirt, wie schon vor seiner politischen Karriere.
Er hat also den inhaltlichen Mist einer solchen Partei gegen echten Mist getauscht. Oft sieht man ihn allein am Feld als Vogelscheuch. Und der Dörfler Gerhard, der hat noch als Landeshauptmann die Abschaffung des Bundesrats gefordert. Raten Sie einmal, wo er nach der verlorenen Wahl einen Sitz ergattert hat? Genau, im Bundesrat. Ne? Von dort rettet er sich später dann in die Pension. Ja, und das BZÖ selbst, das wurde eigentlich schon 2009 ins Wachkoma geschickt, als sich Dörfler und seine Freunde von der Splittergruppe abgesplittert haben und sich FPK nannten, ne? Die Freiheitlichen in Kärnten. Freiheitlichen in Kärnten als Kürzel müsste das ja eigentlich anders heißen. Ja, und dann kam der Anschluss, also nicht Österreich, sondern Deutschland. Nein, die FIK hat sich noch 2009 wieder mit der FPÖ vereinigt. Im Bund hatte das BZÖ übrigens auch ein paar bekannte Masseverwalter, zum Beispiel Peter Westenthaler, ne, Hubert Gorbach oder Gerhard Groß, besser bekannt als Satirebeitrag bei der Präsidentschaftswahl. Aber niemand hat so sorgfältig das Erbe Jörg Haiders bewahrt wie die Herren Scheuch, Dörfler, Dobernik und Petzner. Sie haben erfolgreich das Werk ihres Ziehvaters weitergeführt und wären beinahe ans Ziel gelangt, denn bald nach Ende ihres segensreichen Wirkens hat nicht mehr viel gefehlt und Kärnten wäre tatsächlich bankrott gewesen. Das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Faschingswochenende und allen, die jetzt noch in die Semesterferien starten, eine schöne Ferienwoche. Seien Sie halt nicht zu traurig, wenn das Wetter nicht immer mitspielt. In der Politik ist vor allem eines wichtig, dass man nicht nur bei Schönwetter in eine Funktion und eine Verantwortung wahrnimmt, sondern auch, wenn die Sonne mal nicht scheint. Und die scheint jetzt nicht, die hat auch vor 10 Monaten nicht gescheint und auch schon vor einigen Jahren nicht. Um Gottes Willen, da könnte man fast glauben, bei der SPÖ ist immer Regenwetter. Ich hoffe, Sie haben weniger trübe Aussichten, denn wenn es immer nur finster ist, kann man wirklich nur noch eines sagen. Gute Nacht.